Wenn man MRT-Daten erhoben hat, muss man sie, um sie weiterverarbeiten zu können, für unsere Anwendung zuerst konvertieren. Das heißt, wir exportieren sie vom Scannercomputer und das ist dann in einem medizinischen Format, üblicherweise DICOM, und haben dann verschiedene Möglichkeiten, wie wir sie konvertieren. Im Internet steht dann so optimistisch, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sie zu konvertieren. Und es stimmt, es gibt verschiedene, aber das heißt nicht, dass alle gleich gut funktionieren für das, was man danach damit vorhat. Und eine Variante, die wir bisher immer angewendet haben, funktioniert auf manchen unserer Daten nicht mehr. Deswegen habe ich mich nach Alternativen umgesehen. Bisher haben wir mit MRI Convert gearbeitet. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ist mit einer GUI und man kann einfach, wie man es gewohnt ist, in einem Fenster die verschiedenen Optionen auswählen und hat am Ende den schönen Output im Nifty-Format, mit dem man dann direkt in SPM weiterarbeiten kann. Was ich jetzt vorstellen möchte, ist die Konvertierung mit DICOM to Nifty von Chris Rorden. Das DICOM to Nifty Tool ist integriert in MRiCRO-GL, eine neuere Version von MRiCRON, das ich in einem anderen Video vorgestellt habe, mit dem man MRT-Ergebnisse visualisieren kann. Dafür eignet sich eben auch MRiCRO-GL und das hat integriert diesen DICOM-to-Nifty-Converter und den findet man auch hier unter Resources, DICOM-to-Nifty-Exe. Man kann den auch außerhalb von diesem MRiCRO-GL verwenden, was den Vorteil hat, dass es zuverlässiger funktioniert. Denn wenn ich versuche, über MRiCRON-GL zu konvertieren, dann stürzt es in der Regel ab. Also rufe ich das hier lieber über die Command-Line auf. Ich habe hier diesen Testsordner erstellt, in dem DICOM-Daten liegen und dieses DICOM-Tool. Und wir führen das jetzt über die Command-Line aus. Windows-Symbol klicken, CMD eingeben, dann bekommt man die Eingabeaufforderung. Wir navigieren auf den Desktop in den passenden Ordner oder in den anderen Pfad, in dem wir die Daten liegen haben. Das ist bei mir jetzt CD Desktop, Tests. Und können uns hier mit der anzeigen lassen, was drin liegt. Da sehen wir zum einen den Ordner mit den zu konvertierenden Daten und zum anderen das DICOM to Nifty Tool. Wir können das aufrufen mit Punkt für den aktuellen Ordner DICOM to Nifty. Wir könnten anstelle des Punkts natürlich auch einen richtigen Pfad eingeben, genauso nachher für den Ordner, der konvertiert werden soll. Dazu sage ich gleich noch was. In der Standardanwendung könnten wir das einfach so machen und noch den Ordnernamen dazugeben. Dann sind die konvertierten Daten allerdings komprimiert mit GANzip. Das heißt, wir haben nicht die puren Niftys, sondern nifty.gz und damit können wir nicht so gut weiterarbeiten. Deswegen fügen wir die Option hinzu, dass es nicht komprimiert werden soll mit -zn. Und wir möchten auch noch einen schönen Output, in dem der Versuchspersonenname enthalten ist und der Sequenzname. Da kann man mit verschiedenen Parametern drauf zugreifen, die auch auf der Homepage von dem Tool erklärt sind. Das verlinke ich unten in der Beschreibung. Wir greifen auf den Versuchspersonennamen, in unserem Fall mit i zu. Das soll der Überordner sein, dann soll das nochmal im Namen auftauchen, Unterstrich die Sequenznummer, Unterstrich der Sequenzname. Habe ich mit INS eingebaut. Ah, genau. Und da muss noch die Option davor, -F, damit es weiß, das soll die Dateibezeichnung sein vom Output. Dann machen wir einfach Enter und gucken, was passiert. Wie man sieht, es hat einige Fehlermeldungen gegeben, was daran liegt, dass ich einen vorläufig abgebrochenen Datensatz verwendet habe, um sensible Personendaten zu schützen und nicht eine echte Versuchsperson jetzt für die Demonstration zeigen wollte. Aber man kann trotzdem sich den Output schon angucken, denn ein bisschen etwas hat funktioniert. Und zwar haben wir in diesem Ordner gearbeitet, das heißt, es wird in den Ordner reingeschrieben, den wir vorher ausgewählt haben. Da sieht man jetzt neben diesen beiden Zahlenunterordnern, die vorher schon drin waren, aus denen die Daten bezogen wurden, auch diesen neuen.
Der enthält den Versuchspersonennamen. Wenn man da reingeht, sieht man wieder den Versuchspersonennamen und die Nifty-Files, also die konvertierten Daten, auf denen wir weiterarbeiten können.